Nee, so kann es nicht funktionieren. Doch, klar kann es so funktionieren. Wir müssen mal überlegen, der hat 20 Jahre da rumgegammelt. Ja. Cool. Ich dachte, der fällt jetzt da runter. So, ich denke. Nee, ich denke nicht. Also, ich denke schon, aber... Ein Trichter. Schön. Jetzt die Brücke da. Jetzt kann ich mir hier einen neuen holen. Wieder. Komm. Ja, fein. So. Jetzt kann ich dies hier tun. Oh. Mir hier einen Weg bauen, auf den ich nicht komme. Was war das? Warum ist der jetzt despawned? The fuck? Okay. The fuck, okay. Ich verwirrt. Tja. Ich komme jetzt darüber. Zumal es so ein bisschen geoffsetet zu sein scheint. Oh, ich ahne es. Nee, ich ahne es nicht. Vergesst es. Ich ahne gar nichts. Ich dachte, ich muss mir jetzt irgendwie da drauf springen und dann da hochfliegen und wieder. Aber nee. Schlimmer noch. Ich muss irgendwie da hochkommen. Irgendwie da hochkommen. Und dann kann ich da drauf. Und dann darüber latschen. Aber wie? Wie komme ich da hoch? Welcher Weg führt nach oben? Wenn nicht alle. Knack meine Finger, falls ihr das gehört habt. Ich weiß nicht, ob das Mikro das gepickt hat, aber... Tja, jetzt bin ich hier. Und weiß nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich unschön. Okay. Wie komme ich da hoch? Denke mit der Zeit, Max. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt... Die Zeit sagt, ich habe keinen Plan. Mach was. Look at the time. Ah, das, ich dachte, man kann da so reingucken oder so vielleicht. Komme ich da hoch? Ich meine, ich kann ja nicht schnell genug da irgendwie... Moment. Die Zeit sagt, so geht es. Hopp, 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 hopp. Die Zeit sagt, bist du des Wahnsinns? Sie hat recht. Scheibenkleister. Wo ist denn der? Da. Ich tue mir gerade absolut keinen Gefallen, ne? Oh shit! It finally worked. Well done. Oh, danke. You've proven yourself to be quite capable. Keep going, and you might actually fulfill your true purpose in all this. Was ist denn mein true purpose? Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Das hier ist nicht richtig beleuchtet. Das deutet normalerweise auf Türen oder so hin. Oder halt Lichtfehler. V-Rad spinnt auch manchmal rum. So. Ist übrigens weird, finde ich. Ich habe. Wir haben im Büro jetzt gerade mal die Unreal Engine 5 aus Testspaß gebaut.
und die Unreal Engine 5 live zu sehen und dann im Vergleich dazu hier den alten Source Engine Kram. Ich meine, Portal Reloaded selber ist ja nicht alt. Aber die Engine basiert auf einer Engine, die noch älter ist. The home stretch now. Only a few more chambers until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. These Aperture Science Excursion funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the next chamber. Ja, auf jeden Fall, es ist Steinzeittechnik und es ist trotzdem irgendwie immer noch toll. Hat sich nichts geändert. Also ich meine es auch auf keinen Fall böse, wenn ich sage Steinzeittechnik, ne? Also, ihr wisst, ich bin Portal-Fan. Hat sich nichts geändert daran. Ist immer noch toll. Aber ich bin auch Entwickler. Ist das hier nicht eigentlich die Explore-Musik für manche Kammern? Die gerade in den Funnels läuft, meine ich. Ah, okay, das ist die inverse Version. Ja, das ist ja nett. Aber wie komme ich dann da hoch? Also wenn ich da durchgehe, dann bin ich doch... Naja, das sollte vielleicht einmal funktionieren. So. Aber ich kann ja kein Portal da durchsetzen. Verdammt. Aber... Raus! Ich habe eine Sache vergessen. Look at the time! Mit ein bisschen Trickerei kann man da bestimmt auch guten Spaß hier haben. Entschuldigung, nicht gereicht. So. Jetzt habe ich theoretisch einen blauen und einen orangen, ne? Also, Schlauch. Anziehschlauch. Aber wie komme ich jetzt so hoch? Mit dem Würfel. Das ist die Frage. Jetzt ist der da. Nein. Ich brauche dich hier. Komm rüber. Okay. Kann ich irgendwelche Zeit-Shenanigans machen? Also ich gehe nochmal hoch gerade. So. Ist die Frage, wie komme ich hier rein? Ich muss die Richtung ändern. Wie immer. Ich muss die Richtung ändern und ich muss den hier verschieben. Also es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn ich nicht den hier unten irgendwo platziere. Vielleicht hier. Genau, und dann kann ich mir nämlich den wir von hier holen. So, weil dann kann ich mit dem hier den Funnel umkehren. Oh, Entschuldigung. Genau, so, und dann so ein Kopf. Na, noch nicht. So, jetzt. So, einmal Inversion. Dann kann ich hier rüber gehen und dann hier hoch. Ich habe immer noch nicht gerafft, dass ich da drüben ein Portal brauche.
Ich könnte natürlich jetzt versuchen. Ich weiß noch. Ah ne, warte, der ging doch. Guck, ob der Glitch geht. Oder ob der Multiplayer only ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, jetzt bin ich hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Ah, ja klar. Ja, also, ich glaube, wir sind uns einig, dass Glitch-Using nicht die Lösung ist. Und definitiv nicht die offizielle. Also, ja, man kommt da so hoch, aber das ist, ja. Vor allem, dass der jetzt auf Anhieb geklappt hat, das ist interessant, weil ich habe schon Situationen gehabt, wo das einfach nie hingehauen hat. So, whatever. Was ist denn das für ein komischer Sound? Mal anders hinsetzen. Anders hinsetzen heißt immer Gehirn aufräumen und vielleicht kommt man dann zu einer Lösung. Ich bin doof. Also, das sage ich häufiger, aber das stimmt leider jedes Mal. Ich habe einen entscheidenden Faktor nicht bedacht. Oh fuck. Das ist jetzt die doppelte Ladung. Sieht aber cool aus irgendwie. So, nett. So kommt man natürlich auch hier hoch. Ja, was ich jetzt machen muss, ist, ich verschiebe diesen Würfel. Dahin und dann habe ich ein Problem. Fällt mir gerade so auf. Weil das hier ist die falsche Richtung. Ich kann mich auch nicht rüberfliegen oder so, ne? Verdammt. Ist hier eine Portalfläche? Nein. Okay. Verdammt. Tja, dann hab ich jetzt Pech gehabt. Jetzt bin ich für immer hier oben. Wie macht man das denn hier am besten? Ich bin gerade am überlegen, weil ich kann ja hier oben nicht einfach weg. Ich kann das Ding hier nutzen, aber halt nicht durchgehen, weil hier oben ist keine Fläche, außer dem hinter dem Gitter. Und so. Irgendwie ist mein Plan nicht aufgegangen. Muss doch der da drüben liegen und dann der andere. Das kann natürlich sein. Okay. Ja, geh schon mal rüber. Ich komme nach. So.